Am 9. Februar 2021 ist die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin Katja Lennert verstorben. Das schöne Model wurde nur 25 Jahre alt. In einem Interview mit dem Spiegel hat sich nun ihre Mutter zu Wort gemeldet und traurige Einblicke in die letzten Tage und Stunden ihrer Tochter gegeben. Sie habe dabei mit viel Hass zu kämpfen gehabt, der ihr nach der Trennung von Jerome Boateng im Netz entgegenschlug. Zuvor habe sie noch eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben und durfte sich nicht konkret zu dem Thema äußern. Ihre Mutter Adriana verriet nun, dass Katja verzweifelt gewesen sei und nur noch auf ihr Handy gestarrt hat. Geschlafen und gegessen habe sie auch nicht mehr. Neben dem Chaos rund um ihr Liebesaus gab es wohl auch einen Erpressungsversuch von einem Hacker. Nachdem Katja dann Anzeige gestellt hatte, sei sie ihrer Mutter zufolge ruhiger gewesen. Dann kam der 9. Februar 2021, der Tag, an dem sie mit ihrer Familie und ihrem Sohn seinen 6. Geburtstag feiern wollte. Nach einem Telefonat am Vormittag, an dem Katja Lennert ebenfalls ruhig gewirkt habe, sei sie später nicht mehr ans Telefon gegangen. Ihre Mutter und ihr Mann fanden sie später leblos in der Wohnung von Boateng. Zuvor habe Katja ihrer Mama noch geschrieben: "Tut mir leid, dass ich euch so enttäuscht habe." Adriana Lennert selbst verriet dem Spiegel gegenüber: "Ich konnte meine Tochter nicht vor dem Tod schützen. Die Frage, ob sie etwas hätte tun können, begleitet sie seitdem täglich."